dass du wieder da bist. In der heutigen Folge möchte ich dir gerne einmal den Geist des Anfängers vorstellen und was es damit zu tun hat und dir dann diesbezüglich, aber auch generell nochmal so ein paar Anregungen geben, wie du mehr Achtsamkeit und eine achtsame Haltung in deinen Alltag integrieren kannst. Abonniere sehr, sehr gerne meinen Kanal, dann bist du immer up to date und mit neuen Impulsen und Anregungen versorgt. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich bin Vivian und heute geht es um eine bestimmte Haltung aus dem Bereich der Achtsamkeit. Und zwar ist das die Haltung oder beziehungsweise der Geist des Anfängers. Und ja, die Achtsamkeit basiert auf genau diesem Anfängergeist und damit auch auf dem Ansatz, dass wir uns gegenüber uns selber, aber auch gegenüber bestimmten Situationen und bestimmten Dingen wertfrei verhalten, beziehungsweise diese wertfrei wahrnehmen. Und dies ist nicht nur auch im Bereich der Meditation der Fall, wo wir ja auch unsere Gedanken und unsere Emotionen und das, was einfach gerade da ist, versuchen wertfrei zu beobachten und wahrzunehmen, sondern auch im Verlaufe des Alltags und in unserem Leben an sich. Und der Geist des Anfängers soll uns dabei helfen, die Dinge wieder mehr und mehr frei von Bewertungen wahrzunehmen, so wie sie gerade sind. Und daher möchte ich dich heute einmal dazu einladen, in den kommenden Wochen dich im Geist des Anfängers zu üben. Das kenne ich doch schon. Also ganz häufig begegnen wir bestimmten Dingen im Alltag oder ja, bestimmten Situationen, bestimmten Menschen mit dieser Grundeinstellung. Das kenne ich doch schon. Da bin ich doch schon 100-mal lang gelaufen. Mit dem habe ich doch schon 100-mal geredet. Das ist doch sowieso so und so. Also es sind ja bestimmte Erwartungen, die wir schon vorab haben, bestimmte Bilder im Kopf, mit denen wir eine Situation, einem Menschen und anderen Dingen begegnen. Und mit dem Geist des Anfängers kommen wir aber von dieser Haltung, ich weiß nichts, beziehungsweise von der Haltung, das ist alles neu. Also es geht hier echt um dieses Entdecken, dieses Forschende. Einen neugierigen Blick wieder auf die Dinge zu gewinnen und sie wirklich sehr achtsam einmal wahrzunehmen. Und das Spannende dabei ist, dass wir wirklich häufig denken, ach, das kenne ich doch schon. Doch ist diese Haltung vom ersten Mal oder von diesem, ich erlebe etwas zum ersten Mal, gar nicht so weit entfernt von der Realität, wie wir oft meinen. Denn jeder Moment ist ja einzigartig und kommt so nie wieder in der Form in unser Leben, wie er in diesem Moment in unser Leben tritt. Und somit ist jeder Moment, alles was wir erleben, ein gewisses erstes Mal, auch wenn uns es noch so bekannt vorkommt. Und in dieser Haltung, in diesem Zustand, liegt die Chance, uns dem vermeintlich Bekannten mit einer gewissen neuen Sichtweise zu öffnen und uns ja da auch dafür zu öffnen, für die Wunder, die vielleicht in der Situation liegen, in der Begegnung liegen. Und ja, wie kann das nun konkret aussehen? Und zwar möchte ich dich gerne dazu einladen, in den nächsten Wochen mit diesem Geist des Anfängers in den Tag zu gehen. Das heißt, ins Entdecken kommen, im Alltäglichen das Wunderbare sehen, zum Beispiel beim Kochen, auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen,
einfach mal ganz wach und klar zu sein und diesen Autopiloten, mit dem wir ja häufig unterwegs sind, einmal auszuschalten, auf Pause zu drücken. Beim Duschen zum Beispiel das Wasser zu spüren, als hättest du noch nie gespürt, wie sich Wasser auf deiner Haut anfühlt, in deinen Haaren, wie es sich anhört, wie es riecht, als hättest du alles noch nie erlebt. Beim Warten an der Haltestelle vielleicht einmal deinen Atem zu beobachten, als würdest du zum allerersten Mal einatmen und entdecken, okay, wow, wie fühlt sich das denn an? Wo bewegt sich da etwas? Oder vielleicht auch den Wind zu spüren, als hättest du ihn zum allerersten Mal wahrgenommen. Ein Stück Schokolade essen. So, als würdest du zum allerersten Mal dieses Stück Schokolade essen. Vielleicht kennst du das auch, wenn du ein Gericht zum Beispiel probierst oder ein Lebensmittel, vielleicht auch wenn du auf Reisen unterwegs bist, was du vorher noch nie gegessen hast. Und genau mit dieser Haltung auch etwas essen, wie zum Beispiel Schokolade, was du ja relativ häufig isst. Und da diesen wachen, klaren Geist einmal wach zu rufen. Wie schmeckt das? Wie riecht es? Welche Konsistenz hat das? Wie sieht es aus? Und wie sieht es wirklich aus? Also alles in allem mit einer Brille des Forschers die Welt betrachten. Und so gesehen auch ja, sich wieder der Welt der Kinder nähern. Mit weniger voreingenommenen Bildern, die unsere Sicht verzerren. Denn ja, wenn wir uns Kinder angucken, die staunen und freuen sich über alles und für sie ist alles ein Wunder. Und da einfach mal mit einzusteigen. Und was du auch noch machen kannst, was ich tatsächlich auch besonders spannend finde, ist, dies nicht nur in deinem alltäglichen Leben, mit deinen alltäglichen Handlungen zu tun, sondern auch in Beziehungen. Dass du Beziehungen, die du führst, zum einen nicht als selbstverständlich ansiehst und zum anderen vielleicht einmal in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen mit neuen, wachen Augen betrachtest. Immer von diesem Gedanken, ich weiß eigentlich nichts. Und vielleicht regt es dich dann auch mal wieder an, dazu ganz neue Fragen deinen Mitmenschen zu stellen. Sie nochmal in gewisser Weise neu kennenzulernen, anders zu betrachten, vielleicht auch achtsamer zuzuhören und bewusst in dem Moment in der Begegnung zu sein. Und vielleicht erfährst du dann auch Dinge und lernst nochmal andere Sachen über sie kennen, die du vorher vielleicht gar nicht erfahren hättest. Und dieses achtsame und bewusste Sein in der Begegnung hilft uns auch, ja, zwischen den Zeilen ganz neugierig zu lauschen. Denn ich denke auch gerade so die Beziehungen, die wir führen, dass es häufig oder relativ schnell auch dazu kommen kann, dass wir diese für selbstverständlich wahrnehmen, dass es ja vielleicht irgendwie einschlafen, in Anführungsstrichen, obwohl wir wach sind und aktiv sind, aber wir sind eben doch nicht ganz wach und doch nicht ganz wirklich dabei, weil wir oft von der Haltung kommen, naja, wir kennen die ja eh schon und die sind ja sowieso immer so und so in der Situation. Und vielleicht mag es auch für die Häufigkeit oder für die meisten Fälle so zu oder die meisten Momente auch zutreffen, doch ja, sind wir damit ja zum einen natürlich schon wieder voreingenommen und zum anderen, ja, können wir durch diese wache Haltung, diese neugierige Haltung einmal nochmal auch dem anderen eine Chance zu geben oder eine Chance geben, sich anders zu zeigen. Und das Gleiche kannst du natürlich auch mit dem Bereich deiner Gesundheit, deines Körpers tun. Den Körper bewusst erforschen, aufwecken. Vielleicht einmal deine Hände betrachten, mit den Füßen bewusst wackeln, den Atem spüren, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, oder einfach auch mal deinem Herzklopfen wahrnehmen. Und sich einfach mal in deinen Körper hineinspüren. Was spüre ich? Aha, ist ja interessant. Weil unser Körper ist so ein Wunder, was er täglich für uns macht, uns
Lebendigkeit und hält. Und durch unseren Körper können wir im Grunde nur die Erfahrungen machen, die wir machen. Und wenn wir unseren Körper nicht hätten, dann wäre das gar nicht so in der Form möglich. Und daher auch einmal mit einer gewissen Wertschätzung und Achtsamkeit und Fürsorge unserem Körper zu begegnen, ist ja irgendwie was, was wir ihm doch dafür dann auch so eine Art zurückgeben können und schenken können. Und vor allen Dingen dann natürlich auch ja, uns selber dieses Geschenk machen können. Und ein weiterer Bereich zu den alltäglichen Handlungen, den Beziehungen, dem Körper, sind natürlich auch die Gedanken. Die habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt. Und hier einmal deine Gedanken betrachten. Ach, ist ja interessant, was sich in meinem Radio wieder so für bewusste Gedanken abspielen. Sind es immer wieder die gleichen in bestimmten Situationen? Und kann ich da vielleicht auch einfach mal auf Pause drücken, auf Reset? Kann ich auch etwas Neues denken? Den Gedanken achtsam neu wählen? Und hier auch mit dieser Haltung des Anfängers, mit diesem Geist des Anfängers, einfach mal seine Gedanken beobachten, ganz wertfrei, einfach mal gucken, okay, was ist denn da eigentlich gerade so? Was läuft denn da so für ein Radiosender ab in meinem Kopf? Und mir hilft ganz oft auch dieser Gedanke, aha, ist ja interessant. Ob es nun auf Gedanken sich bezieht, auf Situationen, auf Wahrnehmungen in meinem Körper. Weil das ja so ein bisschen diese Wertung, ach, das ist jetzt blöd und das ist gut, rausnimmt, sondern ja, diesen Geist des Forschers nähert. Aha, na, das ist ja interessant. Ich stelle mir dabei so einen kleinen Forscher vor mit einer Lupe. Aha, das ist ja jetzt sehr interessant. Aha, okay, was sehe ich denn da? Genau, also ja, eine herzliche Einladung an dich, dich selbst zu entdecken, die Welt um dich herum zu entdecken und vor allen Dingen ja, das Altbekannte auf neue Art zu entdecken und mit den Augen eines Forschers, eines Anfängers. Und um auch nochmal die Kinder mit einzubeziehen, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, möchte ich diese Folge gerne mit einem Spruch bzw. einem Gedanken beenden. Und diese Gedanken hatte ich vor ein paar Jahren einmal und habe ihn vor kurzem wieder in meinem Notizbuch gefunden und dachte, der passt so gut dazu, dass ich ja, den gerne mit euch teilen möchte. Für die Kinder ist alles ein Wunder. Sehen wir doch die Welt durch die Augen der Kinder. Und damit, ja, wünsche ich dir eine entdeckungsreiche und neugierige Woche und freue mich wieder, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Und wünsche dir bis dahin eine super, super schöne Zeit. Bis dann, deine Vivian.